In einer weit, weit entfernten Galaxis entbrannte ein Krieg der Sterne. Ein Krieg, bei dem... Okay, nein Spaß. In der türkischen Super League entbrannte bereits schon vor einigen Jahren ein Streit darum, welcher Verein wie viele Sterne über ihrem Logo haben darf. So sieht die aktuelle Sterneverteilung in der Türkei aus. Fenerbahce Istanbul vertritt die Position, dass die eigentliche Tabelle folgendermaßen aussehen müsse. Die ganze Debatte wird in türkischen Gerichten, Social Media und auf dem Fußballplatz geführt. Warum diese Debatte entstanden ist und wer recht hat, versuchen wir in diesem Video zu erklären. Erstmal klären wir die Frage, warum gibt es diese Sterndebatte überhaupt in der Türkei? In der ganzen Sterndebatte geht es zum einen um Prestige. Die drei Istanbuler Vereine, Gala, Fener und Beşiktaş und Trabzonspor, sind große Rivalen. Wer mehr Sterne auf dem Logo hat, hat mehr Meisterschaften eingefahren und ist der ruhmreichere Verein. Zum anderen geht es hierbei um die kleinste Violine der Welt, dem Geld. Die aktuelle Regelung in der Super League besagt nämlich, dass die Vereine pro anerkannte Meisterschaft zusätzliche Einnahmen einfahren. Bei der Verteilung der Fernsehgelder werden in der Türkei nämlich die vergangenen Meisterschaften berücksichtigt. Die Regelung führt unter anderem dazu, dass voriges Jahr Bursaspor eine Meisterprämie in Höhe von 4,6 Millionen türkischen Lira erhalten hat. Der Grund hierfür ist ihre Sensationsmeisterschaft im Jahr 2010. Sie bekamen die Prämie, obwohl der Verein damals in der zweiten Liga war und mittlerweile sogar in der dritten Liga aufläuft. Heißt, im Falle einer Rechtsprechung seitens Fenerbahce könnten sie also mit 9 zugesprochenen Meisterschaften einen jährlich satten Geldregen erwarten. So viel zum, warum es die Debatte überhaupt gibt. Schauen wir uns nun die verschiedenen Ligen in Europa an. Wie regeln die das mit den Sternen? In den Niederlanden, Italien, Belgien, Schweiz und einigen weiteren europäischen Ländern darf man für jeweils 10 Meistertitel einen Stern auf seinem Logo haben. Dementsprechend haben beispielsweise Ajax und Juventus 3 Sterne auf ihren Logos. In der Bundesliga dürfen die Vereine nach folgendem Schema Sterne vergeben. 3 Titel 1 Stern, 5 Titel 2 Sterne, 10 Titel 3 Sterne und 20 Titel sind 4 Sterne. Diese Regel wurde aufgrund der Erfolgsserie des FC Bayern erweitert, sodass es nun für 30 Titel 5 Sterne gibt. Schauen wir nach Frankreich, sieht es folgendermaßen aus. In der Ligue 1 gibt es gar keine Regelung. Saint-Étienne hat sich dazu entschieden, ihre 10 Meistertitel mit einem großen Stern zu symbolisieren. FC Nord fuhr seit ihrer Gründung 8 Meisterschaften ein, weswegen sie 8 kleine Sterne auf ihrem Logo haben. Der Stern über Marseilles Logo steht für ihren Champions League Sieg aus dem Jahre 1993. Währenddessen ist es Paris Saint-Germain komplett egal, denn sie haben keinen Stern in ihrem Logo. Genauso willkürlich ist es in England. Dort hat Aston Villa einen Stern im Logo aufgrund ihres CL-Sieges und Manchester City hatte früher 3, einfach weil, naja, das hatte keinen Grund. In Spanien sieht es dafür ganz anders aus. Da gehen die Verantwortlichen mit den Sternen sehr rigoros um. Dort ist es jedem Verein untersagt, Sterne im Logo zu haben. Und somit hat sich die Sache gegessen. Und nun schauen wir in die Türkei. Dort wurden die Sterne im Jahr 2000 eingeführt. Der Verband hat festgelegt, dass jeder Verein alle 5 eingefahrenen Meistertitel einen Stern auf dem Logo haben darf. Gewertet wurden alle Sterne nach Einführung der Super League im Jahr 1959. Dementsprechend hatten Galatasaray und Fenerbahce 2 und Beşiktaş und Trabzon 1 Stern. Doch Beşiktaş stellte Einspruch ein. Sie waren der Ansicht, dass ihre 2 Meisterschaften aus den Jahren 1957 und 1958 auch gewertet werden müssen. Das Gericht gab Beşiktaş recht und von da an hatten sie 2 Meisterschaften mehr. Somit trugen sie in der nächsten Saison 2 statt einem Stern auf dem Trikot. Aber warte mal, da hatte die heutige Super League in der Form doch noch gar nicht begonnen. Naja, genau das denkt sich auch Fenerbahce und besteht jetzt darauf, alle ihre Titel seit Gründung der Türkei im Jahr 1923 ebenfalls zu werten. Doch das wurde bislang nicht akzeptiert. Um gegen die Entscheidung des Gerichts gegenüber Beşiktaş 2 Meisterschaften zu protestieren, lief Fenerbahce im Jahr 2003 mit folgendem Trikot auf. Ein weißes Trikot mit 23 Sternen drauf. Die 23 Sterne stehen dabei für die 23 damaligen Meisterschaften von Fenerbahce. Diese Aktion wurde vom türkischen Fußballverband bestraft, da sie mit diesen Trikots ohne Absprache mit dem Verband aufliefen. Naja, aber um zu verstehen, wer nun recht hat, müssen wir uns die Jahre vor 1959 anschauen. Bis 1923 war die heutige Türkei noch das Osmanische Reich. Im späten 19. Jahrhundert bis zur Gründung der heutigen Türkei gab es vereinzelt Ligen und Vereine, welche untereinander Turniere veranstalteten.
Abgründung der heutigen Türkei entstand im selben Jahr auch der türkische Fußballverband. Noch im selben Jahr wurde dieser in die FIFA aufgenommen. Zwischen 1924 und 1951 gab es die sogenannte Türkiye Futbol Şampiyonası, was übersetzt die türkische Fußballmeisterschaft bedeutet. In dieser spielten die Meister der lokalen Ligen in einem K.O.-System um einen Pokal. In der Zeitspanne von 24 bis 51 gab es allerdings nur 16 Meister. Dieser Wettbewerb wurde nämlich aufgrund finanzieller Schwierigkeiten und anderen Gründen einige Male nicht ausgetragen. Naja, aber so wäre das Ganze zu einfach. Ab 1937, also parallel zur sogenannten türkischen Meisterschaft, startete der türkische Fußballverband die Millî Küme, was übersetzt die nationale Liga ist. Diese fand von 1937 bis 1951 statt und sollte eine erste landesweite Ligameisterschaft in echtem Ligaformat sein. Doch an dieser nahmen nur die vier besten Istanbuler und zwei besten Vereine aus Ankara und Izmir teil. Somit wurden nur die stärksten Regionalligen eingebunden. Schaut man sich nun den Zeitstrahl an, fällt auf, dass die Meisterschaft und nationale Liga sich zeitlich über 7 Jahre lang geschnitten haben. Heißt, es wurden jährlich 2 verschiedene türkische Meister gekürt. 1955 gründete dann die UEFA den Europapokal der Landesmeister, also den Vorgänger der heutigen Champions League. Da es zu diesem Zeitpunkt keinen türkischen, länderübergreifenden Meister gab, nahm an der ersten Austragung kein türkischer Verein teil. Deswegen wurde ein Jahr später, ab der Saison 1956-57, der Federación Kupası, also Verbandspokal, ins Leben gerufen, damit die Türkei einen Landesmeister in den Europapokal schicken kann. An der ersten Saison des Verbandspokals nahmen 12 Teams aus Istanbul, 10 aus Izmir und 10 aus Ankara teil. Diese mussten sich durch eine K.O.-Runde für das Ligasystem qualifizieren. Am Ende waren es 2 aus jeder Stadt, also insgesamt 6 Vereine, die an der Liga teilnahmen. Beşiktaş entscheidet das Turnier zwar für sich, doch darf nicht an der CL teilnehmen, da die Anmeldung für den Wettbewerb zu spät war. In der nächsten Saison vergrößerte man die Anzahl der Teilnehmer und ließ die Vereine in 2 verschiedenen Gruppen spielen. Am Ende trafen die 2 Erstplatzierten in einer Finalrunde aufeinander. Beşiktaş setzt sich im Finale gegen Galatasaray durch und vertrat als erster türkischer Verein die Türkei im Europapokal. Und gerade diese 2 Meisterschaften wurden Beşiktaş im Nachhinein zugesprochen. Die Begründung hierfür lautet, es handelt sich um 2 Meisterschaften, welche auch von Seiten der UEFA verifiziert wurden. In den Niederlanden wurde die heutige Eredivisie im Jahr 1956 gegründet. Die 8 vorher eingefahrenen Meisterschaften von Ajax Amsterdam zählen allerdings trotzdem zur Sternewertung. In der Bundesliga zählen die Meisterschaften vor Gründung der Bundesliga im Jahr 1962 nicht zu den Sternen. Würde man die Zeit vor der Bundesliga hinzurechnen, hätte der FC Schalke 04 mit 7 Meisterschaften bereits 2 Sterne über ihrem Logo. Fenerbahçe gab offiziell bekannt, dass sie von nun an darauf bestehen, immer mit ihren 5 Sternen dargestellt zu werden. Also 9 zusätzliche Meisterschaften anerkannt haben wollen. Auf Social Media tobten die Reaktionen daraufhin. Es entstand eine Meme-Welle, in welcher jedes Mal Fenerbahçe und ein anderer Verein sich gegenüberstehen und Fenerbahçe dem anderen Verein etwas aus ihrem Logo wegschnappt und es für sich beansprucht. Mit diesem Meme machen sich vorwiegend gegnerische Fans über die Bemühungen von Fenerbahçe lustig. Wie sollte man es nun in der Türkei handeln? Hat Fenerbahçe mit ihrer Forderung recht, die Titel aus den Jahren vor Gründung der Super League werten zu lassen? Oder widersprecht ihr dem Ganzen? Lasst uns gerne in den Kommentaren diskutieren. Und wenn ihr Bock habt, mehr über den türkischen Nader Jendawi zu erfahren, dann schaut ihr das hier links verlinkte Video an. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Sonntag bei der Fußballtalk.